So, meine Damen und Herren. Ja, wie machen wir jetzt? Anime des Jahres würde ich als letztes machen, würde ich mal sagen. Alles von gesehen außer Ranking of Kings, das muss ich noch gucken. Und Lycoris habe ich auch noch nicht gesehen. Das will ich auf jeden Fall dieses Jahr noch anpeilen und schauen. Alles andere habe ich gesehen. Ja, würde ich erstmal überspringen und Original Anime damit anfangen. Anime des Jahres für mich immer letzte Dings. Meine Devise bei den Crunchyroll Awards ist es immer, neuen Titeln Aufmerksamkeit zu geben. Vor allem dann, wenn Titel öfters nominiert sind. Das heißt, wenn Demon Slayer und Attack on Titan hier viel nominiert sind, werde ich versuchen, den beiden nicht so viel Awards zu geben. Außer wenn es halt wirklich komplett No-Brainer-mäßig reingehört. Zum, ne? Das sollte klar sein. Aber ich versuche immer, vor allem dann auch, wenn ich Titel gesehen habe, neuen Titeln Aufmerksamkeit zu geben und dementsprechend dann halt auch für die zu voten, ja, die ein bisschen neuer sind und nicht immer nur das alte Eisen sozusagen. Und da fangen wir hier direkt an mit Original Anime, da habe ich nämlich gar keinen von gesehen. Ja, aber da fängt ja schon mal perfekt an. Ich nehme die Chorus, glaube ich, weil, ja, weiß ich nicht. Die Chorus. Charakterdesign? Demon Slayer? Rank of Kings, Spy Family, My Dress Up Darling, Jojo, Cyberpunk. Demon Slayer lasse ich mal außen vor, weil Demon Slayer werde ich später bei Animation sowieso voten. Ich glaube, ich gehe hier auch mit Cyberpunk, weil Studio Trigger immer so sehr ihren eigenen Style fährt mit ihren Mecha-Dingern und mit ihrer Animation. Ich finde, das ist schon so ein eigener Style. Die Charaktere sehen alle sehr crazy und verrückt aus, sehr funky. Ich gehe mit Trigger, würde ich sagen. Beste Animation, das ist ein No-Brainer, Demon Slayer, ist klar. Beste neue Serie. Call of the Night, Cyberpunk Edgerunners, Lycoris, Dress Up Darling, Spy Family, Kongming. Naja, habe ich nicht gesehen, die beiden würde ich rausnehmen. Lycoris habe ich schon gewählt, Cyberpunk habe ich gerade gewählt, Dress Up Darling, Wir haben ja gleich noch diese Girly-Dings, da ist Dress Up Darling safe drin. Lass ich auch mal weg. Spy Family würde ich hier wählen. Ja, ich nehme Spy. Weiter geht's mit beste weiterlaufende Serie. Also, Attack on Titan nehme ich nicht, Demon Slayer nehme ich nicht, Jojo nehme ich nicht, Kaguya nehme ich nicht. Ich gebe es tatsächlich, das mag man nicht von mir glauben, aber ich gebe es tatsächlich One Piece. Weil One Piece nie etwas gewinnt und deswegen gebe ich es One Piece. Ich finde nicht, dass man jetzt hier zwingend einen anderen nehmen muss. Also, ich fand das okay. Wäre es jetzt eine andere Kategorie gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch was anderes gesagt, aber ist okay für mich. Jetzt kommen wir natürlich zu den schwierigsten Dingern, weil Opening und Ending ist immer mit Musik verbunden und das ist immer, ah, Bruder. Nee. Ich habe damals, letztes Jahr, habe ich es angekündigt. Ich habe vor einem Jahr oder so, als ich Fall Guys gespielt habe, 12 Stunden Stream gemacht habe. Oha, danke für deinen Prime-Sub, Alter. Was los? Aquamarine, danke für 8 Monate. Kuss. Habe ich gesagt, wenn Crunchyroll Awards sind und das ist nominiert, werde ich das voten. Und ein Demon Slayer Opening oder ein Attack on Titan Opening ist auch geil, ne? Rumbling oder Sankyo Sanka. Und die anderen sind, ich glaube, Spy Family feiere ich nicht so sehr. Oder das Ranking of Kings Opening ist auch geil. Also ich würde wahrscheinlich, wenn das nicht dabei wäre, eins von den dreien hier voten. Aber ich nehme Kongming. No-brainer. Ending haben wir. So, Soundtrack. Also ich würde sagen, einer von den dreien hier. Die sind alle raus. Ich würde sagen, einer von den dreien. Das ist sehr schwer. Savano immer ein Goat. Also wenn der dabei ist, Tega, immer Peak. Die Cyberpunk-Musik war sehr geil. Und Demon Slayer Musik auch sehr, sehr schön, atmosphärisch. Boah, schwierig. Savano hat noch kaum was für Season 4 Part 2 produziert, nur 3 Remixes. Jetzt hast du es kaputt gemacht, Riker, mit deinem Insider-Wissen wieder. Jetzt können wir AOT nicht voten, weil du es ja kaputt gemacht hast, Riker. Mann, Riker Spielverderber, ich vote jetzt kein AOT, weil Riker geschrieben hat, nur drei. Nur drei. Ja, der Typ ist auch krass, ja, aber in Bezug auf Made in Abyss ein bisschen unfair, weil ich das nicht gesehen habe. I go with my boy Demon Slayer Boy. Bester Film. Ja, gut, alles nicht so tolle Filme, sag ich mal. Ich bleib dabei, Jujutsu Kaisen Zero ist 6 von 10.
Drafi hat safe Superhero gewotet, oder? Du bist eine 6 von 10. Ich habe nur 3 geguckt. Also ich habe Red gesehen, ich habe Jujutsu Kaisen Zero gesehen und Bubble habe ich gesehen. Ich gehe mit Jujutsu Kaisen wahrscheinlich. Dragon Ball habe ich jetzt nicht so Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Anime-Song. Kongwing habe ich schon genommen. Für Opening. Spy Family hatte ich beste neue Serie genommen, ne? Attack on Titan hatte ich Ending genommen. Ich glaube, ich habe 2 Demon Slayer genommen. Chat, ich höre auf euch. Spy Family oder Rumbling? Okay, Spy Family. Regie. Ich habe, glaube ich, schon 2 Demon Slayer genommen. Jetzt 2 Spy Family. Dann nehme ich jetzt 2 ein zweites Mal Attack on Titan. Nehme ich Attack on Titan. Bester Hauptcharakter. Ich weiß nicht, Chat. Ich habe eigentlich keinen Bock, Eren zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Oder wisst ihr was? Ich scheiß einfach auf alles. Ich nehme einfach Maren. Scheiß drauf. Bam! Besser als Eren. So ein Ding ist das. Scheiß drauf. Bester Nebencharakter. Ai Hayasaka. Ah, nee, ich hätte lieber den anderen gefühlt. Wie hieß er nochmal? Ishigami. Nee, Hayasaka nehme ich nicht. Wir nehmen Tengen, my boy. Der Typ hat absolut rasiert. Tengen, easy. Ich sag ehrlich, wenn Ishigami hier dabei gewesen wäre, ich hätte Ishigami gewählt. Aber ich nehme Tengen. Nehmen wir Boji. Ranking of Kings habe ich noch gar nicht gewählt. Nehmen wir Boji. Ich nehme Boji. Action, Attack on Titan, Cyberpunk, Demon Slayer. Ja, weiß ich nicht. Das raus. Es ist einer von den beiden. Ich würde Demon Slayer sagen, wegen dem Kampf. So, für mich ist das fast das Gleiche. Die richtigen Kampfsachen kommen ja eigentlich erst noch mit Part 3. Ich würde Demon Slayer wieder gehen. Es ist halt wirklich schade, dass die immer die gleichen Sachen drin haben, ne? Mal so ein bisschen Abwechslung. Ich verstehe auch nicht, warum die Herbst-Anime nicht dabei sind. So Bleach oder Blue Lock oder Mob Psycho oder Chainsaw Man. Dann hätte man mal ein bisschen Variation drin. Es ist ja halt wirklich jede Kategorie Demon Slayer OOT. Ich will die gar nicht wählen, aber ich will die trotzdem. Das ist ein bisschen doof. Ich gehe mit Demon Slayer. Wegen Kampf, weil Kampf-Kategorie ist rausgenommen worden. Und Kampf-Action, ja, ist ungefähr fast... Eigentlich fast dasselbe, scheiß drauf. Glaube ich, nehme Kaguya, weil Kaguya habe ich noch gar nicht genommen. Kaguya ist immer lustig. Kaguya hatte 3. Staffel coole Folgen. Die haben so Rap-Battle gemacht und so einen Scheiß. Ich nehme Kaguya. Kaguya war lustig. Auf lustig, auf Lachkick. Kaguya, easy. So, dann bestes Drama. Cyberpunk 86, Attack on Titan. Boah, ich würde sogar auf Underrated 86 nehmen, ne? Was haben wir denn noch? Wir haben noch beste Fantasy, beste Romanze. Und 2 Synchro. Ich gehe mit 86. Demon Slayer, Made in Abyss, Mushoku Tensei, Overlord, Ranking of Kings. Das nicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das auch nicht. Demon Slayer habe ich jetzt schon ein paar Mal. Ranking of Kings. Ich nehme Mushoku Tensei. Shikimori nehme ich auf gar keinen Fall. Ich nehme Dress Up Darling wieder. Dress Up Darling. Let's go. Synchronsprecher. Japanisch? Ja, stimmt. Hatte Eren in der zweiten Hälfte krasse Szenen, wo er so... Er hat einmal mit den ganzen Leuten in der Coordinate gesprochen. Ich hätte hier vielleicht den Grisha-Typen reingepackt. Den Synchronsprecher von Grisha, den hätte ich vielleicht reingemacht. Yuki Kaji ist halt immer am Gewinn. Der ist halt immer nominiert und der... Das ist halt, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie... Wie als wenn, keine Ahnung, Bayern wieder Meisterschaft gewinnt, so mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich gehe mit Natsuki Hanai. Und Deutsch. Wen haben wir hier? Was für eine scheußliche Fratze. Kaum zu glauben, dass auf dieser hässlichen Visage eine Krone sitzt. Dankeschön fürs Warten. Ich habe direkt noch Kontaktlinsen gekauft. Lass mich die Tüte tragen. Oh, merci. Ja, Emma Watson, ne? Das steht dir total gut. So sehen Puppen heutzutage aus. Wahnsinnig hübsch, so eine hätte ich auch gern. Ihr Rosenkimono ist mega cute. Heutzutage haben... Stabil. Ich nehme aber, glaube ich, Vinland Saga, weil... das ist kein einziges Mal nominiert... Und, ja, ich nehme Vinland Saga. Anime des Jahres, ja. Das ist natürlich jetzt hier die Sache, ne? Warum nicht Demon Slayer? Habe ich ja am Anfang gesagt. Ich will nicht... Das war auch bei den letzten Crunchyroll Awards so, wo Attack on Titan... Ich muss auch wirklich mal sagen, ich finde das eine Frechheit, Digga. Letzte Crunchyroll Awards war Attack on Titan auch schon nominiert als fortsetzende Serie. Die haben ja schon mal Anime des Jahres gewonnen. Wieso... Packt man die nochmal in so eine Kategorie? Finde ich unnötig. Also, deswegen werde ich die aus Prinzip nicht wählen. Digga, auch mal was anderes. Warte, das möchte ich auch mal gleich sagen. Ich werde Spy Family voten.
Ich kann aber auch verstehen, wenn man Cyberpunk nimmt oder ja, einen von den anderen beiden. Aber das ist halt meine Einstellung zu dem Thema. Ich nehme Spy Family, weil der neu ist und oder neu war im letzten Jahr. Ich möchte mal eine Sache sagen. Ich finde es sehr wack, dass aus Deutschland kein einziger Creator da ist. Also außer hier einer von den Rocket Beans. Ja, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Ich finde das eine Frechheit, dass Raffi, selbst Nino oder Kurono oder, keine Ahnung, Kev oder Anteku oder ich oder keine Ahnung wer, dass hier keiner mit reingenommen wird. Ich finde das eine Frechheit, Digga. Real Talk finde ich eine Frechheit. Digga, nicht mal Raffi ist dabei. Was ist das denn? Das ist der größte Anime-YouTuber in Deutschland. Abgesehen von Kurono. Er ist nicht dabei. Frechheit.